Hi, willkommen zurück bei XCOM 2. Wir sind gerade vom Einsatz zurückgekommen, wo wir ein bisschen was abgetan. Aber wir haben einen Soldat, ach, ein Soldat, Ingenieur hier platziert. Das Central labert wieder. Wir haben Vorräte, aber wir müssen jetzt auf der Karte weitermachen. Nicht jetzt, wir haben nämlich noch zu tun. Wir wollen uns die Avenger-Energie abholen. Avenger berechnet neuen Kurs. So, eine Andromeda und Autopsie. Kritisch für unsere Bemühungen Was haben wir dann? Annäherungsmine, okay. Dass dieser gepanzerte Schutzanzug auch nach dem Ableben so, Plasmalanse. Da habe ich der Autopsie. Ich werde Shen zu Rate ziehen, um Junik, mach's erstmal die Plasmalanse. Weiter zu erforschen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. So, dann müssen wir schnell die Energie hier fertig holen. Andreas wird da dabei. Plus 3. Wow. Gefällt mir. So, mal kurzer Überblick verschaffe. Ich habe hier Alien-Legierungen, niedriger Kontaktkosten. Ich kann noch Endkontakt aufnehmen. Das würde ich auch eigentlich gerne tun. Könnte ich das eventuell hier? Irse-Fabrik noch? Eventuell hier wäre nicht schlecht. Neue Chile. Was kostet denn das? 30 Info. Also relativ billig. Das machen wir mal. Und dann müssen wir gucken, dass wir unser Kontaktdings ausbauen. Oh ja. Haben wir da ein paar Leute bei. Oh, experimentelle Richtung. Rüstung, Gefahrgutweste. Sundertrupp immun gegen Umweltgefahren. Ja, okay. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Schwere Waffe, Rüstung, Granate, Munition. Das doch machen wir kaum. Mal gucken, ob ich vielleicht panzerbrechende Munition kriege. Das wäre richtig gut. Und dann, Moment, Einrichtung bauen. Kommunikationszentrale. Eine zusätzliche Sendestation. Ich glaube, das werden wir auch direkt mal machen. Widerstand, okay, jetzt haben wir fast kein Vorrät mehr, obwohl geht noch. Der Greenball wieder. Habe ich dir jetzt schon wieder neue oder muss ich die erste Ingenieurin hocken? Ah, das gibt man zumindest nur Endkontakt noch. Das ist schon mal gut. Ah, der Ronny ist wieder dabei. Das ist sehr gut. Und die Plasmalanse. Interessante Entdeckungen gemacht, Commander. Okay, als nächstes Rüstung. Oder Psionik. Oder Torwächter. Wissen wir, was das gibt? Machen wir die immer nochmal schnell. So, dann, Gegenstände herstellen. Was kostet das gute Ding? Aber es gibt noch viel über die Pläne der Aliens zu lernen. Plasmalanse, 300 Vorräte. Sind ihr verrückt? Sind ihr verrückt? So, können wir irgendwas verkaufen? Ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Stopp, was wollt ihr dann? Schildträger und Datenpads. Habe ich nur ins Schildträger. 8 Stück. 6 Stück zu Dings, Alien-Legierungen, Offiziersleiche.
Pflanzenträger. Wir haben nicht so wirklich viel. Datenspeicher 67, aber die würde ich lieber für Info entschlüsseln, wenn ich Zeit habe. Da kriegen wir nicht so viel zusammen, würde ich sagen. Können höchstens da mal any. Okay. Brauche ich noch 40 oder soll ich nur wirklich so ein Datapad verkaufen? Na komm, den verkaufen wir. So, dann könnte man wenigstens das machen. Aber das machen wir erst. Mama hat das doch erst fertig. Weil noch ist sie okay. Einsatzdauer, der wird schon bald kommen, nehme ich an. Oder? In 6 Wochen, nächster Fall Geldungsschlag 4 Wochen. Okay. Oh, Vorratslieferung kommt schon bald. Ach, UFO-Landung. Ich mag diese Mission eigentlich nicht. Was haben wir denn alles? Archon, Muton, schwerer Mech, Lanzeträger, Soldat, Torwächter. Eine Schildträger. Komm, es hilft dir nichts. Setze Kurs auf die Arktis. Aber da die Vorratslieferung gleich kommt, werde ich jetzt einfach auch diese Plasmalanze kaufen. Sehr schwer. Super. Und zwar Waffen. Wieso kann ich das nicht bauen? 10 Kristalle. Ach. Super. Na egal. Was muss, das muss. Was muss denn hier? Nico muss. Was ist denn das nochmal? Rostbombe nehme ich an. Ist okay. Patrick. Mitchell ist wieder fit. Tim, weiß ich nicht. Ne, ich würde sagen, der Patrick hat mal eine Auszeit. Wir nehmen den Tim mit. Der war schon lange mit dabei. Dann, wenn, den nehmen wir noch mit. Andreas vielleicht. Was soll man der Fabi nochmal mitnehmen? Hat Olli. Grenadier. Mit seiner Granate kann er wenigstens ein bisschen schade machen. Jetzt haben wir, nehmen wir nochmal die Olli mit. Okay, dann gucken wir mal. Tun wir alles freigeben. Oder, wissen wir was, wir machen mal Experiment. Wir nehmen hier mal die Ronny mit. So. Alles freigebe und dann Nico ist schon gesetzt. Der gute Ronny. Der gute Ronny kriegt. Was kriegst du denn? Du kriegst ein Imitationsgerät. Quatsch. Das und. Welchen Dufer Munition? Giftgeschoss im Stumo. The Tim. Tim, du kriegst den Rage-Anzug. Das ist in Ordnung. Und du kriegst die Axt natürlich. Raketewerfer geht klar. Und du kriegst das Mimic Beacon. Guck mal hier, was haben wir hier alles? Ui. Überragendes Laservisier. Das ist doch ideal für dich, Tim. So.
andere wohl eventuell auch noch was. So, Ronny ist klar, das ist klar, das ist klar. Daniel geht auch klar. Waffeverbesserung, du hast alles. Der gute Ragnus hat eine EMP-Bombe, ist doch das hoffentlich. Ja, das ist gut. Und Plasma-Granate. Dass der schon wieder fit ist, das hat im Nimmer. Kann man nichts sagen. Haben wir hier was Besseres? Ja, ist schon okay. Was ist denn du schön? Das ist doch noch gar nichts. Zielsicherheit ist für dich doch nicht schlecht. Ein Schaft. Fehlschüsse fügen immer 2 Schaden zu. Zahn, warte mal, wir gehen bei Olli. So. Olli, ich würde sagen, das mit dem 2 Schaden kriegst du. Und was ist Laservisieren? Nee, brauchst du eigentlich nicht, oder? Ausrüstung. So, was nimmst denn du mit? Eine Plasmagranate, Plasmagranate. Ne, Säurebombe ist nicht schlecht. Und dann kriegst du eine Gefahrengutweste noch, würde ich sagen. Oder soll ich da lieber Munition mitgeben? Das Suchgeschosse, dann treffst du besser. Jo. Genau, damit du 8 triffst. So, dann haben wir noch ein bisschen was zu vergeben. Der gute Ronny. Vertragst du noch was? Stimmt. Ja, nehmen wir deine Schaft. Und ein Laservisier, wir sind immer noch nah dran. Kann Nico eigentlich, das kann man nicht verbessern, oder? Nee. Haben wir noch andere Leute. Okay, wir haben Säurebombe, eine Frostbombe, EMP-Bombe, ein paar Granate, Mimik-Beacon. Hört sich, denke ich, gut an und das probieren wir mal. Niedrige Ränge kriegen ein bisschen Erfahrung hoffentlich und hoffentlich klappt das auch. Und die Mission mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich fange zuerst so ganz harmlos ohne Timer an und sobald man die ersten Feinde erledigt, tickt plötzlich der Timer und der ist nicht allzu umfangreich bemessen. Naja, kriegen wir schon hoffentlich irgendwie hin. Und wenn man das halbe UFO sprengen müsse. Ah, ich kann das Ding sogar, glaube ich, sprengen, dass das, das kommt, glaube ich, aufs selbe raus. Könnte man eventuell mal probieren, weil ich muss hier was abschalten, damit ich hier Verstärkung hole. Und wenn es kaputt ist, kann man es nicht benutzen. -15, UFO-Koordinaten eingegeben. Vorrücken, Gebiet sichern und alle Feinde ausschalten. Tim. So, wir sind hier bisher auf dem High Ground, das ist gut. Tim, geh mal schon nach Hause. Super. Super. D
der gute Ragnus kommt schon dabei. Hierher. Daniel geht hierher. Nico, kannst du eventuell von der Seite kommen? Kommt sie erstmal hierher? Die Trigger ist erstmal nett. Der Olli. Na, kommt sie erstmal hierher? Passiert hier nichts. Und der gute Ronny wird sich ein bisschen zurückhalten. Scannergebiet. Oh oh. Nicht aufdecken. Okay. Nico geht hierher. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Ah, fuck. Das ist schlecht. Tim geht mo. Daniel macht auf jeden Fall eine Killzone. So, Nico, den würde ich gerne wieder zurückordere. Um die Sichtlinie zu deiner anderen Zone abbreche. Weil mit denen will ich mich nicht unbedingt noch direkt anlehnen. Ragnus hat Deckung und der könnte anfangen. Das wird sich richtig anbieten. Der Ronny geht, glaube ich, einfach nur auf Feuerschutz. Na, der Ronny halte ich mal zurück und der Tim. Na, der Olli steht hier gar nicht gut. Tim, kannst du hier hin, ohne irgendwas auszudecken? Nein, kann er auch nicht. Oh. Nicht gut. Befehl bestätigt. So, Olli ist Kenner. Heißt, ich fange mit dem Olli an. Das geht, glaube ich, klar. Mir entgeht nichts. Gebe Feuerschutz. Granate geworfen. Okay. Das ist schon mal gut. Chaosrüstung Panik, stimmt. Ragnus hätte schon nicht schießen wollen. Sieht die nicht. Oh nee. Boah. Nicht wirklich, oder? Okay. Hat Spiel jetzt getriggert? Nee, scheinbar nicht. Oder doch? Nee, er hat sie nicht getriggert. Doch, jetzt. Oh nee. Jauche. Jawohl. Daniel? Wieso hast du denn auf deine Roboter geschossen? Bist du...
Ja, waren wir doch seltsam. Daniel hat mir da leider nichts gesehen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ein ziemlich großes. Weil da nichts ist. Daniel. Ich glaube, du musst hier. Wir können es noch retten. Irgendwie. So, Daniel, fang mal an. Blitzschnelle Hände. So, diese Aktion kostet nichts und der Roboter ist Geschichte. Willst du noch mehr? So, jetzt musst du eine Serie anfangen. Du hast keinen Gegner für mich. So, eventuell würde ich mal gucken, ob die andere auch noch was machen können. Zum Beispiel der Olli. Legen wir endlich los. Es kann jetzt sind das nur unser großen Jungs für die Leitkille. Tim, kannst du? Tim ist ein bisschen weit entfernt. Weil die kriege ich, glaube ich, jetzt alle gar weg. Da kann ich auch, glaube ich, mal in der Walachei. Ach, dann auch noch so scheiß Arkon. Ihre 50. Ist eventuell ein bisschen besser, wenn ich von hier schieße. Schon unterwegs. Naja, auch nicht wesentlich besser. Naja, zumindest der Felse ist weg. Ronny müsste eigentlich eher heile. Insofern Tim. Ach Gott, das habe ich gedacht, dass du das triffst. Okay, also. Daniel, machst du erstmal die Hündin weg. So. Eine kleine Heile.
Dann kann zumindest der Daniel jetzt noch auf Distanzschutz gehen, falls was kommt. Und der Nico... Nico muss definitiv noch laden. Ich bin bereit. Und geht schon mal hier hin. Panik entfernt. So, du kommst jetzt hoffentlich erst hierher. Daniel! Feuerfedern, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so schlimm. Gestreift, super. Kaum der Rede wert. Im Grunde, ich glaube, da muss ich wirklich alles sprengen, was ich sprengen kann. Nico muss mal weg hier. Tim. 60%. Treffst du doch wenigstens. Tim hat kein Glück halt. Tim hat kein Glück. Olli. Endlich. Moschen zurück. 60. Hm. Oh, aber er trifft sogar vor 10. Super. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Der gute Ragnus darf sich hier verschanzen. Okay, 84. Ronny. Moa hier hin. Ronny muss jetzt heilen, also tut sich jetzt, tut mir der Ragnus da oben anschließen. Ja, trefft sogar kritisch. Okay, 50, wow. Feindliches Ziel erledigt. Bin leer geschossen. Okay, Nico. Nee, Nico macht sie eh schon mal nix und Ronny. Du hast noch einiges. Daniel bleibt eh hin. Da würde ich sagen, der Olli. Gremlin heilen. Wow. Ja, der wäre schon auch knusprig. So Jungs, und mit der angeschlagenen Mannschaft gucken wir mal, wie das weitergeht, weil wir machen jetzt hier mal ein schöner Cliffhanger. Bis dann, bye bye.